Wenn du nicht Alan hilfst, werde ich dir nichts über Metal Gear erzählen. Geht nach Ruhe. Alan wird im Keller Building 1 festgehalten. Bitte hilf ihr. Oh, ich muss hier wieder zu Gebäude 1 zurück, ey. Kannst du mir nicht früher sagen, was hast du überhaupt für eine Kackgeste da gerade? Okay. Kein Problem, kein Problem. Kam ich denn hier überhaupt noch mal raus? Frage ich mich gerade selbst. Ich muss auf jeden Fall eine Etage tiefer. Ach komm, lass mich in Ruhe. Wie kam ich eine Etage tiefer? Sie meinen jetzt hier nicht diesen... Ich fahre lieber zum Dach, glaube ich, noch mal hoch. Weil es ist auf jeden Fall einfacher zu erreichen, der Aufzug, als hier die Kacke. Ach, eins war das natürlich. Au. Oh, hast du mir gar nicht getroffen. Das heißt, dann muss ich jetzt die Ellen retten und muss dann wieder hierhin zurückkommen, damit der Arsch mir das erzählt oder was? Oder wo? So, weil runter kann ich aber nicht. Also hoch, da kann ich mich sowieso auf dem Dach noch ein bisschen umgucken. Ich glaube zwar, ich hatte hier alles gehabt. Da war ich auf jeden Fall drin, behaupte ich mal. Ich weiß wirklich nicht. Mein Gott, halt doch mal die Fresse. Ja, hat mir nur leider nichts mehr gebracht jetzt. Aber okay, doch, die Gegner sind weg. Okay, die werde ich einfach umgehen, die Gegner, weil ich cool bin. Cool Modi. Autsch. Au. Ration. Danke. Gut geraten. Okay, da war nichts für mich. Hier verliere ich zwar ein bisschen Energie, aber da sterbe ich wenigstens nicht direkt. Okay, Basement, sagt der Arsch. Aber der Gebäude 1. Das heißt, wir müssen wieder hier rein. Oder wieder zurück durch die Wüste. Ha, ist das alles lustig. Ihr haltet zwei aus, ihr Penner. So. Ach, keine Minen, sondern ein Loch war hier, genau. So, komm, lass mich doch einfach ruhig. Ich will mich hier nur verpissen. Mehr will ich gar nicht, okay? Das finde ich aber sowieso lustig, dass die Uniform hier nichts mehr bringt. Hier kam ich aber nicht her. Oder? Doch, ich glaube schon. Doch, 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 doch. Warst du dann? Okay. Ich trage die mal vorsichtshalber. Achso, ich bin ja noch gar nicht draußen. Aber wie man sieht, das bringt ja auch nichts, ne? So, okay. Aber das ist eigentlich eine schöne Chance. Was willst du mir jetzt wieder sagen? This is Big Boss. Ja. Ist gut. Ja, komm. Danke. Was wollte ich jetzt sagen? Ich hab's vergessen. Puh. Macht ja nichts. Ah, muss ich erstmal wieder das Minenfeld durchqueren? Ah, mir fällt gerade ein, das ist gar nicht mal so schlecht, weil wir können doch einfach in den LKW gleich steigen. Der bringt uns doch direkt wieder zurück. Und da würde ich eigentlich schon fast gerne... Fährst du mich wieder zurück hier? Nö, aber eine Ration. Nehmen wir gerne mit. Fressen. Guten Appetit. Hundefutter, lecker, lecker. Oh, Moment. Moment. Oh, hier war knapp, war knapp. So, dann steigen wir jetzt mal in den rechten ein. Dann werden wir jetzt direkt ins Gebäude 1 gefahren. So, okay. Was war denn da nochmal drin? Irgendwas Tolles? Aua. So Munition fände ich eigentlich ganz praktisch. Oder jetzt auch Ration. Oder auch gar nichts. Klar. Was ist die Karte? So.
Ich muss da links einfach nochmal rein, weil ich nicht mehr weiß, was da drin war. Nichts. Wahrscheinlich eine Geisel. Renn doch nicht von meinen Schüssen weg, du Arsch. Okay. Mine nehmen wir mit. Eine. Mein. Als Gutes auf dem Weg können wir garantiert noch ein paar RC-Missiles abziehen. Und hier ein paar Minen natürlich, ne? Immer schön alles bis zum Maximal aufleveln. Nicht so schlimm. Ist nur ein Ausrufezeichen-Alarm, das geht dann. Das ist, glaube ich, immer ein Ausrufezeichen-Alarm. Okay, jetzt hast du genug. Ja, ich bin ja sowieso schon verwundert, was du alles mit dir rumschleppst. Ich dachte, hier wäre immer noch eine Ration gewesen. Verflucht! Friss trotzdem mal. Guten Hunger. So, jetzt gehe ich hier nochmal die ganzen Türchen ab. Weil ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich irgendwo irgendwas nicht eingesammelt habe. Beziehungsweise irgendwie eine Tür nicht geöffnet habe. Was da letztendlich drin sein wird, ich weiß es nicht. Ach so. Lustig. Ach ja. Moment, da waren doch Rationen drin, oder? Nee, komm, ich lasse es sein. Ich lasse es sein. Ist egal. Ich werde schon wieder eine finden. Die eine, die mir fehlt hier. So. War es der erste Bereich, wo wir nach rechts konnten? Ich überlege gerade. Oder gieße ich noch weiter runter? Ach, scheiße. Ich gehe gleich nochmal zurück, weil sonst habe ich kein gutes Gefühl. Da kann ich auf jeden Fall durch. Genau, das war das. Da oben kam ich, glaube ich, in die Wüste, wenn ich mich nicht täusche. Bewegt euch! Ja, da war klar. Ach, so. Ein bisschen Platz geschaffen hier. A Surveillance Camera. Das ist scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Ja, gut. Ist dann halt so, nicht? Okay, mit zwei komme ich da rein. Naja. Komm schon. Kommt alle her, ihr Wichser. Kommt her, kommt her. Ich habe so eine große Fresse von mir. So, kommt her und verreck hier an den paar Männchen, die mich hier begutachten wollen. Mit ihren Gewehren. Vor allem, wenn der Penner hier nicht mal weglaufen würde, ne? Dankeschön. Sieht es ein Submachine Gun mäßig aus? Oh, da habe ich auch gute Munition. Nichts. Hier. 3, 1. Ich finde es schade, dass wenn sich die Türen öffnen, weil ich dann da auf jeden Fall schon mal drin war. Aber naja. David. Komm, stirb, weg. Danke. Aha. Ach, hier wurde ich gefangen genommen, wenn ich mich nicht täusche. Oder? Ich meine schon. Bah. Da war... Huiuiui, rülpste, da kam was mit hoch. Bäh. Das hatte ich, glaube ich, auch noch nie im Let's Play, ne? Ich will gar nicht, wie das sich angehört hat, ey. Bäh. Okay, komm mal weiter, als wenn nichts passiert wäre. War so klar, ne, ihr Wichser. Ich werde jetzt einfach wieder runter in meine Kacke da. Ich verprügle euch alle, ihr Wichser. Komm. Ah nein, da will ich nicht hin. Oh, war gut, weil der Alarm jetzt aus ist. Dann gehe ich jetzt hier nochmal ganz nach unten. Damit ich ein gutes Gewissen habe hinterher. Oh. Nehmen wir gerne an. Auf jeden Fall. Und dann können wir jetzt direkt eine neue fressen. Haben wieder voll Energie. So. Ach, komm, beweg deinen Arsch. Danke. Ja, da konnte ich mich nochmal nach rechts, richtig. Ob mir das irgendwas bringt? Ich weiß es nicht. Ja, gut. Eigene Doofheit. Bitte, 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 lass mich da noch nicht reingekommen sein. Eins. Okay, hier unten sind wir durch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da unten ist nämlich der Anfang. Und ansonsten ist hier auf dem Stockwerk nichts. Das muss ich mir merken. Moment, ich notiere es mir. Hier war der Start, glaube ich.
Ich habe mir da jetzt einen Haken vorgesetzt. So. Da müsste ich jetzt eigentlich alle Türen geöffnet haben, die ich öffnen kann. Na. Kanada. Ah, mein Gott. Ach komm, geht mir nicht auf den Keks. Ich will nur fahren. Ich will nur fahren, bitte. Ach so, ach stimmt, so war das ja. Ah, da gab es ja noch einen Bereich. Richtig, richtig. Ah, komm, lass mich doch durch. Ja, ich werde jetzt hier nur noch dieses Stockwerk machen. Bis zum Aufzug werde ich gehen. Und, ja, werde dann die Aufnahme für heute beenden. Beim nächsten Mal werde ich, denke ich mal, mich erstmal dran wagen, so die restlichen Stockwerke nochmal so ein bisschen auszukundschaften, ob ich da jemand übersehen habe. War hier nicht die Assi-Rakete drin? Keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht. Auf jeden Fall kam ich da schon rein. Nee. Da geht's irgendwie weiter. Ach, da gab's aber irgendwas anderes Tolles. Eine Karte oder so. Stimmt, da waren so ein paar Gegner drin. Gehen wir erstmal nach rechts weiter. Ja, komm. Ja, komm. Wie praktisch, dass ich direkt die richtige Karte in der Hand hatte. Die Karte 2 ist hier gut für alles. Restlos alles. So. Aufzug. Ui, ja, scheiße. Das ist dicker Alarm. Kommt doch mal her, ihr beiden Wichser da oben. Seid nicht so feige. Komm jetzt her. Danke. Ich meine, die Buddy-Armor, die war nämlich so... Das ging so in die Richtung, dass das so versteckt war. Also quasi, dass man nochmal quasi mit einer hohen Karte zum Anfang zurück musste. Meine ich zumindest. Kann mich aber auch wieder mal täuschen, ne? Natürlich. Auch nur ein Mensch. Ach ja, genau, das war die Geschichte. Ach, die Rakete, nehmen wir... Ja, hast du jetzt ausgerüstet? Ich habe schon gedacht, der wäre jetzt abgestürzt. Dankeschön. Ich denke mal nicht, dass ich ihn immer kaputt schlagen kann. Da gab es sowieso noch irgendwo so einen Bereich, da war auch so ein Stromfeld und das war irgendwie deaktiviert. Ich werde alles einfach nochmal nachgucken müssen. Ich denke mal, ich mache das dann aber offscreen. Und, also beziehungsweise ich lasse die Aufnahme dabei laufen und falls ich was finden sollte, gebe ich euch dann quasi Bescheid. So von wegen, hier, guck mal, das habe ich da gefunden, toll. Keine Ahnung, was man damit macht, aber ich habe es gefunden. So, oh, Munition, schön. Champs-Élysées. Ui. Okay, eine Ration ist eigentlich ziemlich gut. Dankeschön. Kein Alarm auslösen. Uah, falsche Richtung. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Boah. So, einfach alle abballern hier. Ja, genug Schuss. 270, meine Fresse. Ich glaube, C4 können wir noch ein bisschen tragen, wenn ich mich nicht täusche. Jo. So, weil das ist nämlich am Ende relativ wichtig, das C4. Das ist eigentlich ganz gut, weil das ist auch so eine Parallele, die ich irgendwie zu Zelda sehe. Weil man hier auch einfach rumläuft und dann wieder Sachen auflädt und so. Und halt rumsuchen muss und gucken muss, wo man hin muss und so Scherze halt. Jetzt ist da auch noch Ende. Wie tief gehst du denn? Okay, kein Problem. Problem gelöst. Der Schuss ist durch dich durchgegangen. Hallo. Ah, schön. Das finde ich sehr gut. Die werde ich hier auf jeden Fall aufladen, weil gegen Bossgegner gibt es eigentlich nichts Besseres als diese scheiß Raketen. Komm schon. Schon. So. Rüber. Komm. Danke. Nein, okay. Also hat es auf jeden Fall schon mal was gebracht, dass wir jetzt hier waren. Oh. Ja, komm, wir haben ein bisschen Energie verloren. So. Eins, eins. Uah, Gas. Ah, das war die Scheiße. Ich vergaß.
bin ich geil. So. Hüsterchen, Hüsterchen. Oh, Munition. Okay, 20 Schuss gibt es das Ding nur. Ich dachte irgendwie mehr. Krieg ich den Hals wieder nicht voll. Ah, okay, okay, okay. Dann gehen wir jetzt nochmal in die Tür rechts rein, obwohl ich mir da eigentlich 1000% sicher bin, dass wir da schon mal drin waren. Und zwar mit der Karte Nummer 2. Ja, und es ist leer. Schön. Gut. Dann können wir wieder zurückheizen. Ja, interessiert mich nicht. Ah, dann gehen wir jetzt eben noch in den anderen Aufzug. Also in den richtigen, der uns dann auch da durch die einzelnen Stockwerke führt. Und ich überlege gerade, soll ich denn ein Stockwerk machen? Ich bin auch unentschlossen. Ich meine, irgendeiner von... Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie ich da hinkam. Hier Richtung, ne? Glück. Ja, also da oben war auf jeden Fall der Aufzug, das weiß ich. Aber, mit den LKWs. Ich hätte mich da jetzt irgendwie hinfahren lassen können, aber das ist mir gerade irgendwie zu hoch. So, ich müsste ins unterste Stockwerk. Ich werde aber offscreen dieses Stockwerk einmal besuchen. Und dieses Stockwerk und das Dach. Und falls ich irgendwas finden sollte, schneide ich das kurz rein, sag kurz ein bisschen was dazu. Und ja, beim nächsten Mal geht's dann. Ne, also wundert euch dann nicht über die Spielzeit, die wird wahrscheinlich ein bisschen höher sein. Ich speichere gerade mal ab. Und beim nächsten Mal geht's dann im Keller weiter. Wo wir dann die Tochter Ellie, hieß sie, glaube ich, von Dr. Petrovic Dragunov Labli Bloop retten werden. Oder versuchen zu retten. Ist, glaube ich, besser. Ja. Na, speichern ab. Ja, ja. Komm, ja. Dankeschön. 2 Stunden haben wir angeblich gespielt, obwohl die das Let's Play schon 2,5 Stunden lang geht. Das bezweifle ich. Aber vielleicht, wenn ich sterbe, vielleicht werden die Zeiten da nicht gezählt. Ich weiß es nicht. Vielleicht lädt er ja tatsächlich den Spiel schon neu. Na gut, ich sag dann einfach, ne, danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Achso, genau, also prozentual gesehen würde ich jetzt sagen, wie wir das Spiel durchgeschafft haben. Ne, kann ich nicht sagen, sage ich auch nicht, weil sonst machen sich Leute Hoffnung, dass es bald vorbei ist. Also, ne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.